Seid mir gegrüßt zu Neues aus Maushausen. Es geht in dieser Folge um den Ruhestand meiner Hauptdarsteller. Das Gewinnspiel, da gibt es noch Fragen dazu. Projekt Lederreste, sie liegen momentan hier. Saisonende 2022. Außerdem gibt es einen kleinen Ausblick auf meinen YouTube-Kanal. Und natürlich 2023. Anfangen möchte ich mit dem Ruhestand meiner Hauptdarsteller. Am Sonntag hatten meine zwei Jungs und meine zwei Mädels ihren letzten Arbeitstag ihres Mäusegauklerlebens. Jetzt sind sie im Ruhestand und ich hoffe, sie dürfen diesen noch lange in ihrem Terrarium genießen und mich somit noch sehr lange auf unserem gemeinsamen Lebensweg begleiten. Was der Ruhestand der Mäuse auch zu bedeuten hat, Saisonende für 2022. Von einem der beiden merkte in der Vorweihnachtszeit, auf denen ich immer war, kam bereits, dass dieser 2022 nicht geplant wird. Beim anderen habe ich vom Veranstalter noch keine Rückmeldung, aber auch da gehe ich eher davon aus, dass dieser leider nicht stattfinden wird. Somit wird jetzt alles eingelagert, vorher nochmal gründlich gereinigt, damit alles für 2023 soweit startklar ist. Meine Bewerbungsunterlagen für 2023 werde ich auch im Laufe des Oktobers fertig machen. Die ersten Bewerbungen sind in der Zwischenzeit schon raus. Es gibt auch schon feste Buchungen. Auch dazu wird es demnächst auf meiner Internetseite mehr geben. Da wird dann auch demnächst der Kalender 2023 hinzugefügt werden. Zu dem Gewinnspiel. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, war es zu schwer, war es zu umständlich. Ich habe das ja bewusst abseits der sozialen Netzwerke oder hier YouTube gemacht, um eben da nicht irgendwelche Probleme rechtlicher Natur zu bekommen. Die Idee dahinter war, ihr geht auf meine Internetseite, dort sind 5 Fragen gewesen, beziehungsweise die sind sogar noch drauf, und schickt mir dann die Antwort per E-Mail. Es kam leider gar keine einzige Antwort. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, war es zu schwer oder war der Weg dahin zu umständlich? Ein paar der Bücher konnte ich ja auch schon auf den Mittelaltermärkten verkaufen und ich bin mal gespannt, ob da eine Rückmeldung diesbezüglich an uns kommt. Für den Oktober gibt es noch keinen so ganz genauen Sendeplan. Es sind 2 Videos, die auf jeden Fall kommen sollen. Zum einen das Video mit der letzten Geschichte der Gauklermaus. Wer die vorherigen noch nicht kennt, da oben die Ecke sind sie verlinkt. Oder ihr holt euch das Buch. Da findet ihr den Link auf meiner Internetseite, selbstverständlich auch hier unten in der Videobeschreibung. Weitere Videos im Oktober werden sein die Kreiselei. Da ist das Vorstellungsvideo bereits in Arbeit. Die Tagaufnahmen sind auch alle schon gemacht. Die Nachtaufnahmen wollte ich eigentlich auf dem Wilden Michel machen, aber das hat sich nicht so wirklich ergeben. Darum werde ich das ganze Spiel nochmal aufbauen und dann hier die Nachtaufnahmen drehen. Ich werde es auf jeden Fall im Lauf des Oktobers veröffentlichen. Wann genau, das weiß ich noch nicht. Es kann auch sein, dass im Oktober mal ein Dienstagsvideo ausfällt. Das weiß ich noch nicht. Es gibt gerade im Familienkreis ein paar Sachen zu machen und da ist mir YouTube einfach nicht so wichtig wie die Familie. Darum seid mal nicht enttäuscht, wenn es an einem Dienstag kein Video geben wird. Ihr werdet es auf jeden Fall auf meinen Kanälen in den sozialen Netzwerken erfahren oder auch auf meiner Internetseite. Auch habe ich noch weitere Videos fertig mit Geschichten aus Maushausen. Die werde ich mit Sicherheit auch noch die ein oder andere im Oktober bringen. Aber wann genau und welche, das weiß ich noch nicht. Ich habe es hier schon neben mir liegen. Leder. Das sind Lederreste und Projekt Lederreste geht schon etwas voran. Das soll auch über den Winter entstehen. Auch dazu wird es ein Video in der Rubrik Bastelecke geben. In den sozialen Netzwerken, da gab es schon Bilder dazu. Und zwar einmal eine Schablone und dann diese beiden Lederfetzen hier. Da habe ich ausprobiert, wie das Ganze zum Nähen ist, was ich da draus machen will. Einfach um zu testen, wie ist für mich einfacher zum Nähen und was ist die stabilere Naht von beiden. Und ich kann an beiden Nähten richtig ordentlich ziehen. Es passiert nichts, sie halten. Somit ist auch für das Projekt Lederreste geeignet. Und ja, freut euch auf eine Bastelecke zum Thema Leder irgendwann im Laufe des Winters. Das war's jetzt für diese Folge Neues aus Maushausen. Wenn ihr noch Fragen habt,
einfach Hashtag Frage, egal jetzt ob hier unter dieses Video oder unter die anderen Videos, dann finde ich die Fragen leichter, kann sie euch beantworten. Ansonsten würde es mich auch freuen, wenn ihr mir einfach so einen Kommentar da lasst, hier unter dem Video. Drückt gerne auch mal den Daumen nach oben. Auch das freut mich, gibt mir Rückmeldungen, ob euch der Kanal, ob euch das Format gefällt oder ob euch die Nachrichten gefallen. Ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl. Jetzt im Abspann könnt ihr noch meinen Kanal abonnieren, kostenlos hier auf YouTube. Im unteren Video gibt es Folge Nummer 28 von Neues aus Maushausen und im oberen Video lasse ich YouTube entscheiden, welches Video es euch vorschlägt.